anschreiben. Ich werde so viel Support liefern, wie ich kann. Und wenn es, wie gesagt, nur eine Person ist, die das Ganze sich anhört oder liest, was auch immer, eine Person mehr, umso besser. Das mache ich generell auch für so, auch für Twitch-Streamer, die vielleicht keiner kennt, die ich aber interessant finde oder die eben, wo ich der Meinung bin, dass das ist guter Content, so wie ich ihn verstehe, so wie ich ihn gerne selbst in dem Sinne genieße. Und wenn andere vielleicht ähnlich denken, wie zum Beispiel jetzt auch mit dem World First Progress, man hört oft, ja, interessiert sich doch keiner dafür. Wenn ich mir aber dann die Zugriffszahlen auf dem Blog angucke, von komplett aus teilweise allen Ländern der Welt, wenn es zum Beispiel um Thema wie World First Method oder World First Paragon oder was auch immer geht, dann sieht man eben auf einmal, okay, ist doch nicht so. Also sind doch ein paar mehr Leute, als du gedacht hast. Und wenn es eben nur zwei Leute mehr sind, zwei Leute mehr ist halt schon was. Und ich glaube einfach, wenn Mpox und sein Team da weitermachen, wenn sie einfach das knallhart durchziehen, wenn sie sich breiter aufstellen, das heißt, wenn sie weggehen, es soll ja keine einzige News mehr kommen, das heißt nicht mehr diese 0815 irgendwie, das Spiel kommt dann raus und hier ist der Trailer und so, sondern wenn sie eben viel Kolumnen schreiben, eben Videos raushauen, Streams raushauen, Unboxing-Videos raushauen, sogar auch irgendwie so Room-Tours, also wo man so ein bisschen so ihre Wohnung sieht, auch dieses Nerdige, das sie dann eben auch teilweise zelebrieren, wenn sie einfach genau da weitermachen. Und wenn sie zum Beispiel jetzt, und das ist ja wohl auch geplant, irgendwie Serien, vielleicht sogar Filme mit einbringen, ja, also das ist ja auch das, was ich schon lange länger überlege. Ich wollte eigentlich sowas auch schon mal machen, einfach über Sachen schreiben, die ich mich ex für die ich mich in extrem interessiere, also zum Beispiel so Serien wie Homeland, Game of Thrones, oder eben so Filme, die eben vielleicht dann doch vielleicht nicht so ganz Mainstream sind, aber wovon ich auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt bin. Aber es ist eben dann trotzdem sehr, sehr schwierig darüber zu schreiben. Und man muss es können. Und die Leute, die Jungs, die können das. Und Yannick kann eben so gut schreiben. Der kann das. Und wenn die einfach da weitermachen, da geht es nur darum, dass die Leute, die jetzt bei Get Gaming dabei sind, die in der Community dabei sind, dass die mitziehen. Und wenn irgendjemand hier diesen, ich sehe ja, also ich werde das hinterher highlighten, dieses Gequassel hier von mir, Tobi Quassel 2 wird es wahrscheinlich heißen. Wenn irgendjemand durch mich, egal ob durch den Text oder durch jetzt den Mitschnitt hinterher, irgendwie auf diese Seite aufmerksam wird, umso besser. Die Jungs haben es verdient, dass man ihnen eine Chance gibt. Und ich hoffe, dass die Leute mitziehen. Es geht einfach heutzutage mehr darum, User-generated Content, also User in dem Sinne als Content-Ersteller. Das ist zehnmal wichtiger als alles andere, was irgendwie so da in 5 Minuten da hingequasselt wird. Das ist auch ein Grund, weshalb ich der Meinung bin, dass Venin in EU eben nachgelassen hat, einfach weil das, was Venin stark gemacht hat, eben auch Kolumnen oder sowas, immer weniger werden. Das ist immer einfach nur, ja, und das ist jetzt die WoW-News und dann gibt es den Patch und den Hotfix und bla und blub. Ja, aber back to the roots. Kernkompetenz. Und ich glaube, wenn Mpox und sein Team da anknüpfen, wenn die Leute, die jetzt im Get Gaming, also die jetzt die Get Gaming-Seite verfolgen, wenn die mitziehen, die müssen jetzt sich nicht um den groß beteiligen. Ich persönlich habe, glaube ich, noch nie und wenn vielleicht ein, zweimal einen Comment geschrieben, überhaupt in dem Manion-Netzwerk, aber auch auf der Seite. Und trotzdem verfolge ich deren Arbeit wirklich sehr, sehr gerne und habe, glaube ich, allein schon von Melv allein schon zwei oder drei Videos verlinkt und allein schon zwei oder drei Streams schon vorher angekündigt, einfach weil ich gedacht habe, vielleicht die liest es ja jemand und vielleicht guckt dann jemand den Stream. Ich habe persönlich versucht, sie zu supporten, so gut es geht. Und ich werde es weiterhin machen, weil ich davon überzeugt bin und weil ich nicht möchte, dass es eben heißt, Leute, wir sind nicht nur kaputt oder wir sind nicht nur fertig mit Get Gaming, sondern wir sind auch fertig mit Amazing Nerds oder was auch immer. Ich möchte, dass die Jungs einfach weiterhin supportet werden. Und ich hoffe einfach inständig, und das hört sich jetzt sehr, sehr pathetisch an, aber man muss es einfach mal unter dem Gesichtspunkt eines, auch wenn es ein Mini-Mini-Mini-Blog ist, aber als Bloginhaber kann man das so viel besser nachvollziehen. Es ist unglaublich cool, wenn man weiß, da liest gerade jemand was. Vielleicht findet das sogar jemand cool. Noch besser ist, wenn jemand natürlich irgendwie Feedback gibt. Feedback. Es kann konstruktiv sein, aber gerade irgendwie Lob ist somit das Größte, was man haben kann. Und hier nochmal das, was ich
beim Bachelorstudium gelernt habe, bei dem Thema Sozialpsychologie. Extrinsische Motivation, intrinsische Motivation. Extrinsische Motivation kann eben auch intrinsische Motivation kompieren. Das heißt, wenn die Leute Bock drauf haben, wenn sie wirklich Spaß an der Sache haben, wenn sie wirklich Berufung darin sehen und wenn es nur eine nebenberufliche Tätigkeit ist. Und wenn man jetzt anfängt, ihnen Geld dafür zu geben, dann kann es eben auch der Fall sein, dass sie eben vielleicht dann einfach das verlieren, was sie eigentlich, was vor allem ihre Arbeit ausgemacht hat, nämlich diese intrinsische, das heißt die von innen herkommende, diese wirkliche Überzeugung, dass das, was man macht, macht einem Spaß und das bringt einen voran. Und Stavinio sagt immer, für ihn ist das Größte, wenn er weiß, dass er das Leben anderer Menschen in irgendeiner Form, wie auch immer, also irgendwie voranbringen kann oder irgendwie eine etwas Nettes eben produzieren kann. Wie auch immer, über einen Text oder über einen Stream oder über ein Video oder was auch immer. Und ich glaube und ich wünsche, und jetzt bin ich auch schon fast am Ende dieses ziemlich, ziemlich langen Monologs, ich wünsche einfach der Get Gaming Crew, dass sie einfach da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Und ich wünsche wirklich, dass einige Leute mitziehen werden. Man muss es nicht kommentieren, aber man muss einfach mal so nett sein und den Scheiß-Adblocker ausmachen. Es ist wirklich nicht viel Aufwand. Also, man muss einfach mal über seinen eigenen Schweinehund vielleicht den irgendwie überwinden und einfach mal überlegen, was es bedeutet, etwas zu konsumieren, wo man eigentlich selbst überhaupt keinen negativen, wo es keine negativen Auswirkungen auf einen selbst gibt, aber man selbst weiß, dass andere wiederum, deren Arbeit man ja gerade eigentlich konsumiert, dafür dann eben ausgenutzt wird. Klar kann man jetzt wieder auf eben andere Themen kommen, wie, was weiß ich, illegale Downloads und so weiter. Das ist ein ähnliches Thema, wo es ja auch heißt, ja, wieso soll ich das machen, wenn ich ja auch illegal da Videos runterladen kann? Kostet ja nicht so viel. Natürlich, diese Kommentare gibt es, diese Meinung gibt es, aber ich finde einfach, bei bestimmten Seiten, wenn man, vor allem wenn man es über einen längeren Zeitraum verfolgt, dann zeigt man sich doch selbst. Also ich persönlich sage zu mir selbst, Tobi, das, was die machen, ist cool, das verfolgst du jetzt schon seit längerer Zeit und da kannst du dir wohl mal bitte kurz den Adblocker ausmachen. Das ist jetzt wohl wirklich nicht zu viel verlangt. Und ich hoffe einfach, dass Leute mitziehen und dass sie einfach da weitermachen können, wo sie aufgehört haben. Und ich hoffe inständig, dass Svenien-Netzwerk nicht die also nicht nur die finanziellen, sondern eben auch die entwicklungsbezogenen Probleme hat, wie ich es ein bisschen vermute. Weil das wiederum bedeuten, dass auch langfristig gesehen vielleicht das Svenien-Netzwerk auch in große Probleme eben geraten könnte. Nun gut, das war's zu Tobi Quassel 2. Ich bin mal gespannt, wie es ankommen wird. Der erste Teil wurde irgendwie 35 Mal angeguckt. Ich kann immer noch nicht verstehen, wieso, aber scheinbar ist es wirklich gut angekommen. Ich hoffe mal, dass es jetzt auch sehr gut ankommt. Ich bin sehr gespannt und werde mir gleich direkt mal den Mitschnitt anhören, was ich da so von mir gegeben habe. Weil ich habe hier kein Blatt liegen, ich habe hier keine Stichpunkte, das ist ja einfach alles irgendwie so gerade spontan aufgesagt worden. Aber ich bleib dabei. Ich hoffe inständig, dass die Jungs eine Chance bekommen, weil es wirklich schade wäre. Also ganz krass gesagt, buff.de, auch wenn ich da einige Leute toll finde, wäre mir persönlich so viel unwichtiger, wenn die einfach sagen, komm Leute, wir machen, jetzt ist Schicht im Schacht, wir machen Ende im Gelände und es ist eben aus. Dann denke ich mir auch, okay, ja, die sind großer Verlag und so weiter, aber bei den Jungs, und ich glaube, es war sogar auch mal eine Frau im Team, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sagen wir mal, bei dem Team im Ganzen, die haben es verdient, dass man ihnen eine Chance gibt und dass man ihnen nicht nur eine Chance bei Just Gaming, also Just Network gegeben hat, nicht nur bei Get Gaming im Teil vom Venue-Netzwerk, sondern jetzt einfach auch im Hinblick auf Amazing Nerds. Damit sage ich mal, war's das? Wenn jetzt keiner mehr irgendwie jetzt in den nächsten Minuten noch groß was schreiben wird, werde ich den Stream beenden.
Der Stream heute hat extrem viel Spaß gemacht. Das Raiden eben hat extrem viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich extrem gut gelaunt. Und ja, auch wenn Mpox schon mal gesagt hat, dass er das toll findet, dass ich ihn da supporte, aber da mein Blog eben letztes Jahr eben wirklich, also er gesehen hat, dass die, also dass die Reference, also sprich, wo die Leute herkommen, dass die nur sehr wenige eben oder vielleicht sogar gar keiner, weiß ich gar nicht, eben jetzt über meinen Blog auf die Seite bzw. auf den Stream aufmerksam geworden ist, fand er das zwar gut, aber natürlich konnte da wenig zu sagen. Und ich bin mal gespannt. Mal gucken. Vielleicht werde ich sogar einfach mal bei Twitter verlinken, weil das ist meine Art von Support. Ich würde mir sogar überlegen, wenn es da auch so eine Art Subscription Model gibt. Ja, warum auch nicht? Also ich meine, klar, 5 € im Monat ist natürlich ein bisschen viel. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch einfach selbst Prioritäten setzen. Man muss überlegen, was ist einem denn wirklich wichtig. Und ich glaube, jeder kann da irgendwie Abstriche machen. Also nach dem Motto, ja, wie Sie ja selbst in dem Podcast gesagt haben, das ist jetzt so mein allerletzter Satz. Sie haben selbst gesagt, ja, da hat Mpox eben gesagt, ja, es läuft halt einfach nicht mehr so und dann kaufe ich mir eben nicht das Spiel, sondern dann lasse ich es eben einfach mal. Und das ist dann eben auch gut so. Und genau so könnten eben auch viele andere dann, die vielleicht sogar über längere Zeit diese Seite konsumiert haben und vielleicht sogar wirklich genau gerade das denken, was ich ihm gesagt habe, vielleicht einfach nur ein Riesenproblem damit haben, Adblocker auszumachen, warum auch immer. Vielleicht hilft das ja irgendwie, die Leute zu überzeugen. Und ich hoffe und drücke wirklich die Daumen. Ich bin der Erste und ich werde auch die Seite, genau wie ich es mit Get Gaming und mit Venien und Just Network und was auch immer, direkt rechts auf der Startseite meinem Blog verlinkt habe, werde ich auch diese Seite sofort verlinken. Ich bin der Erste, der sofort die Seite verlinkt hat, wenn sie online ist und ich werde sofort irgendwie was zu sagen. Ich möchte einfach, dass die Leute den Support bekommen, den sie verdient haben, und ich freue mich wirklich sehr auf den Blog, weil es wirklich großartig werden kann. Einfach mit der Kreativität, es kann großartig werden und ich hoffe, sie werden darin unterstützt. Und das war's jetzt aber wirklich mit der Ausgabe Tobi Quassel Nummer 2. So, was wir jetzt noch gemacht haben. Dann ging es eigentlich, dieser Monolog. Was? Eine Stunde ernsthaft? Eine Stunde? Wahnsinn. Sag mal einer, ich kann nicht reden. Naja, gut. Falls mir gerade jemand noch zuschaut, ich weiß es nicht genau, ich sag mal auf jeden Fall danke für die Aufmerksamkeit.